Hallo Freunde, und genau so wie wir das mit den transponierten Matrizen gemacht haben, so machen wir es weiter mit den Inversen. Es ist relativ einfach, eine Matrix zu transponieren. Es ist deutlich komplizierter, eine Matrix zu invertieren. Der grundlegende Unterschied ist, dass wenn wir also A haben und es eine Inverse gibt, dann ist das Ergebnis davon, in dem Fall ist dann die Reihenfolge egal, die sogenannte Einheitsmatrix. Und das ist dann n Kreuz n. So, und die Regel, die ich jetzt herleiten möchte, mit Hilfe der Induktion mal wieder, ist, dass das Produkt von a1, a2 und so weiter an, wenn wir das invertieren, ist einfach an invertiert mal und so weiter und so fort mal a1 invertiert. Wie sonst bei den Berechnungen von Transponierten ist es vielleicht von Vorteil zu verstehen, dass a mal b hoch minus 1 b hoch minus 1 mal a hoch minus 1 ergibt. Der Nachweis ist recht einfach. Das Inverse von ab soll mit ab selbst die Einheitsmatrix ergeben, richtig? Und ihr seht ja, wenn ich jetzt ab nehme und b hoch minus 1 mal a hoch minus 1 multipliziere, die Matrizenmultiplikation ist ja assoziativ, das heißt, wenn ich hier Klammern hätte, dann kann ich die beliebig rum setzen. Und dann sind wir ja hier, das gibt uns die Einheitsmatrix in der Klammer und das äußere Produkt, weil hier die Einheitsmatrix stehen würde, würde uns eine weitere Einheitsmatrix geben. Ich nehme an, dass alle n Kreuz n sind. Also mit anderen Worten, diese Eigenschaft ist ganz wichtig und die nutzen wir gleich. Also klar, a hoch minus 1 oder a in Klammern hoch minus 1 ist einfach a hoch minus 1. Somit ist der Induktionsanfang gelungen. Das Ziel mal wieder schreiben wir auf als a1 mal und so weiter mal an plus 1 invers. Das ist dann die n plus erste Matrix invertiert mal und so weiter mal die erste Matrix invertiert. Und nun fangen wir an. a1 mal und so weiter mal an plus 1 hoch minus 1 ist genau dasselbe wie a1 und so weiter bis an. Eingeklammert nochmal Assoziativität der Matrizenmultiplikation hoch minus 1. Jetzt kommt diese, wenn ihr wollt, kleine Vorüberlegung, die wir hatten. Das heißt, wir fassen das auf wie eine Matrix und das ist eine zweite und dann ist hoch minus 1 quasi auf die beiden auf diese Art und Weise anwendbar. Und nun kommen die Induktionsvoraussetzungen ins Spiel. Das heißt, wir haben an plus 1 invertiert mal und hier vertauschen wir jetzt die Reihenfolge an invertiert mal und so weiter mal a1 invertiert. Und that's the story. Das ist der Beweis, das ist das Ziel. Und das war die Lösung für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.